Servus Leute, RageMapter.de hier und ich begrüße euch zu einem neuen World of Tanks wie penetriere ich Video. Und zwar heute schauen wir uns das Objekt 268 Version 4 an, nachdem Niesteinsdorf danach gefragt hat. Und ja, für die Leute, die es wissen wollen, im Gegensatz zum Typ 5 Schwer oder dem Amix M4 oder dem Badger gibt es bei diesem Panzer, soll man sagen, kein Troll-Pen-Hit. Also man kann den nirgendwo mit einem bisschen Glück oder durch einen kleinen Troll, wie man zum Beispiel beim bei dem Entfernungsmesser beim Typ 5 Schwer penetrieren. Dieser Panzer hat frontal keine richtigen Schwachstellen. Und ja, zwar jetzt der erste Panzer, der gegen das Objekt 268 Version 4 spielt, ist der Jagdtiger 88. Für die Leute, die sich fragen, ja, wieso nehme ich denn den Jagdtiger 88? Das sieht ja so oder so keine T10-Panzer. Es geht darum, exemplarisch zu zeigen, was passieren würde, wenn ihr als Stufe 8 mittlerer Panzer gegen das Objekt 268 Version 4 spielt. Wie zum Beispiel der neue Prosciutto, wie zum Beispiel der T44 und so weiter und so fort. Es ist wirklich ein rein exemplarisches Beispiel. Der Jagdtiger 88 hat einen guten DPM und gute Genauigkeit. Und ja, das einzige oder der einzige Punkt, wo ihr eine Chance hättet, das 268 Version 4 zu penetrieren mit AP, ist, wenn ihr das jetzt so anguckt, diese Unterwanne hier. Diese Unterwanne ist nur, in Anführungs- und Schlusszeichen, 100 mm dick. Aber ihr konntet sehen, wir haben oft drauf geschossen und kamen nicht einmal durch. Die Kuppel des Objekt 268 Version 4 ist 250 mm dick frontal. Ihr könnt es vergessen. Es ist einfach so. Ihr könnt Gold schießen, ihr werdet in guten 60-70% der Fälle nicht durchkommen. Ihr habt gegen das Objekt 268 Version 4 frontal nicht die geringste Chance. Es gibt kein Troll, es gibt kein richtig guter Schwachpunkt, wo ihr mit AP durchkommen würdet. Und ich suche jetzt noch ein bisschen ab, kann gucken, vielleicht finde ich noch irgendwelche, vielleicht finde ich irgendwas Kleines, wo ich hinschießen könnte. Die Kanonenblende ist je nachdem manchmal ein Schwachpunkt. Und nee, ihr könnt es einfach vergessen. Das, was ich jetzt probiere, ist in einen guten Wink zu stehen. Im Gegensatz zu anderen TDs hat das Objekt 268 seitlich nur 80, also in Anführungszeichen Schlusszeichen nur 80 mm Seitenpanzerung. Das heißt, sobald wir aus dem Autobounce-Winkel rauskommen, sollten wir die Möglichkeit haben, das durch das frontale Kettenrad zu penetrieren. Ihr könnt sehen, langsam aber sicher komme ich näher in diesen Winkel, aber es ist schon, der Panzer sieht immer noch ziemlich in einer guten Position aus. Aber jetzt habt ihr gesehen, wir sind jetzt durchgekommen, in dem Winkel geht es auch wieder nicht. Es ist für den Jagdtiger 88 zumindest ja so ein 50-50 da durchzukommen. Ansonsten, es gibt keine weitere Stelle, wo ihr beim Objekt 268 Version 4 seitlich durchkommen könntet. Bei gewissen Panzern könnte man ja, wenn es Hold-Down steht, unten hochschießen in diese Flanken hier rein. Das geht bei dem Panzer nicht. Der hat weiterhin 80 mm Panzerung. Die meisten haben da 40 bis 50 mm Panzerung. Auch Seite vom Rangefinder bzw. vom Periskop kommt ihr nicht durch. Ich muss weiterhin probieren, da im Frontteil durchs vordere Kettenrad zu schießen, was ja unter anderem eigentlich auch der Weak Spot einer IS-7 ist. Diese Seitenflanken könnt ihr auch vergessen. Da könnt ihr auch vergessen, wenn ihr direkt vor denen steht. Das sind weiterhin, die sind immer noch 220 mm dick. Und ansonsten, wenn das 268 Version 4 seitlich zu euch steht, müsst ihr, wenn es wirklich so steht, warte mal, lass mich wieder zurückdrehen. So. Entweder schießt ihr hier in die Seiten rein, da könnt ihr es vergessen, das ist auch wieder Schrottpanzerung, da werdet ihr bouncen. Am besten schießt ihr dahin, das ist, glaube ich, 45 mm dick, das hier vorne ist 220 mm dick, das könnt ihr also vergessen. Wie typisch. Und ja, das ist eigentlich mehr oder weniger das Einzige, was ich dazu sagen kann zum 268 Version 4, wenn ihr in Stufe 8 Panzer seid. Das Beste ist, wortwörtlich, es zu detracken, die Ketten zu ziehen und ihn zu flankieren. Die Drehgeschwindigkeit dieses Panzers ist extrem langsam, aber ihr müsst aufpassen, der Panzer ist ziemlich schnell, wenn es rückwärts geht. Wirklich, also er ist ziemlich schnell, wenn es rückwärts geht. 23 km pro Stunde ist ziemlich schnell. Also damit müsst ihr aufpassen. Nun zum nächsten Panzer.
Der nächste Panzer, der gegen das Objekt 268 Version 4 antreten wird, ist, wie ihr schon sehen könnt, der M48 Patton. Ich habe ihn gewählt, weil er unter anderem nur 330 mm Hiebdurchschlagskraft hat und APC als Standardmunition. Jetzt könnt ihr sehen, jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, den Panzer in dieser kleinen Unterwanne zu penetrieren. Wenn das Objekt 268 ein bisschen rumfährt, ihr habt es gerade gesehen, der Panzer, der schaukelt rum wie eure Großmutters Schaukelstuhl. Und wenn er abbremst, also anfängt wieder rückwärts zu fahren, habt ihr es gesehen, könnt ihr durch diese Oberwanne hindurchschießen. Nicht nur ist da der Motor dieses Panzers, nein, diese Oberwanne ist nur 100 mm dick. Und ihr kommt dadurch wegen, oder kommt meistens da nicht durch wegen dem Auto-Bounce-Winkel, weil halt einfach der Winkel zu groß ist für AP bzw. APCR-Schellen. Darum lohnt es sich oft auf diese Stelle, wenn euer Panzer High Explosive Anti-Tanker, also Heat hat, da drauf zu schießen, weil das ist mehr oder weniger die einzige Stelle, wo ihr durchkommen könnt, mehr oder weniger gut mit Heat. Und ihr könnt auch sehen, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Man muss es wirklich gut abpassen, dass man da durchkommt. Durch die Unterwanne, also durch diese große Unterwanne, könnt ihr es vergessen, die ist 315 mm dick. Was mir jemand noch gesagt hat, und das stimmt auch, wenn jetzt das 268 Version 4 von einem Hügel hochfährt, dann lohnt es sich für euch nicht nur in diese Unterwanne zu schießen, sondern noch viel weiter unten, weil irgendwann kommt dann endlich 20 mm Panzerung. Und für die Leute, die es denken, sie müssen Typ 5 schwer fahren, schießt unter das 268 Version 4, nicht darauf. Weil, wie schon gesagt, also wie noch nicht gesagt, der Motoraufbau, der ist 55 mm dick. Ein Teil der Unterwanne oder des Unterbodens ist 55 mm dick, aber der größte Teil ist 20 mm dick. Da seht ihr es, 55 mm und da 20. Also wenn ihr schön da unten reinsplasht, macht ihr sehr guten Schaden. Hier könnt ihr sehen, da unten 80 mm Panzerung, also ihr könnt da nicht Autopen machen. Die Kuppel wird einigermaßen, ja, so ein 50-50 dadurch zu kommen. Sie ist weiterhin 250 mm dick, darum wird es trotzdem noch schwer, da richtig durchzukommen. Der Panzer hat auch hier eine kleine Kuppel, aber es ist eigentlich sowas von Luck oder Glück halt da zu treffen. Und Mango Killer, der hat jetzt die ganze Zeit rumgeschaukelt, dass ich kaum noch richtig auf ihn schießen konnte. Ich gehe jetzt mal wieder hier raus und probiere jetzt eigentlich in dem Moment die Kuppel zu treffen, hat jetzt aber nicht funktioniert. Und jetzt laden wir mal Heat. Wir haben 330 mm Heat-Durchschlagskraft, das heißt also durch diese Unterwanne hier können wir es mehr oder weniger vergessen durchzukommen. Der Aufbau, der ist weiterhin 300 mm dick, beziehungsweise mit dem Winkel 340. Also kann ich es mit dieser Heat-Durchschlagskraft eigentlich auch schon wieder vergessen. Diese Oberwanne, die ist eigentlich 332 effektiv dick, das seht ihr jetzt ja auch hier durch den Mod, aber des Öfteren kommen wir da auch nicht durch, aber das könnte auch einfach daran liegen, dass ich einfach unglücklich gerollt habe. Mit Heat kann es sich wirklich nur empfehlen, also wenn euer Panzer Heat hat, probieren auf diese Oberwand zu schießen. Wenn das 268 Version 4 unter euch steht, ist es noch besser darauf zu schießen. Vergisst es diese Unterwanne, da werdet ihr sichtlich oder werdet ihr einfach nicht durchkommen. Weil es wirklich, sie ist 315 mm dick, also, oder, Entschuldigung, nicht 315, 300 mm dick. Es ist, ja, klar, wenn sie so steht, dann habt ihr bessere Chancen, also wenn ihr über den Hügel fährt, aber es lohnt sich einfach dann schon eher hier reinzuschießen, wenn nicht sogar hier unten, weil 20 mm kann fast von allem overmatched werden. Der nächste Panzer, der gegen das 268 Version 4 antritt, ist der schwere Panzer der Briten, der Super Conqueror. Und wichtig dabei ist, im Gegensatz zu anderen Panzern, wie zum Beispiel beim EN-100, kann man hier nicht durchschießen. Wie schon gesagt, diese Platte hier ist 55 mm dick. Das Dach ist 55 mm dick. Ihr habt also keine Chance, da frontal durchzukommen. Und jetzt vor allem in dem Fall mit dem Super Conqueror oder dem Shoku, wenn ihr habt 10 Grad negativen Kanonenrichtwinkel. Aber wenn das 268 Version 4 sich dazu entscheidet, euch wirklich ins Faceack zu gehen, also wirklich komplett euch anzufahren, dann könnt ihr es nicht schaffen, diese Oberwanne zu treffen. Aber wenn es ein bisschen rückwärts fährt oder ihr sogar die Möglichkeit habt, es ein bisschen aufzustellen, wie wir es hier jetzt gerade gesehen haben,
Das kommt natürlich ganz darauf an, wie gut das 268 Version 4 spielt. Dann könnt ihr auf die Oberwanne schießen, von oben runter. Und ihr könnt sehen, dann hat diese Oberwanne keinen Auto-Bounce-Winkel mehr, sondern ist diese 100 mm Panzerung. Und wir kommen ohne Probleme durch. Ja, aber natürlich, das 268 Version 4 hat das ganz einfach gegen uns. Es ist eigentlich mehr oder weniger immun gegen uns und kann uns da hier drauf schießen, was auch ein Schwachpunkt ist. Wirklich. Die beste Möglichkeit, das 268 Version 4 in so eine Situation zu penetrieren, ist darauf hoffen, dass er schlecht spielt und wir durch diese Oberwanne durchschießen können. Oder halt mit Gold durch die Kuppel. Und darauf hoffen, dass wir ihn out DPM können. Was normalerweise mit einem Super Conqueror auch funktioniert. Aber ansonsten, ja. Was mir jetzt Mango Killer noch gesagt hat, weil ich ihm da vorne durchgeschossen habe, ist es davon dazu gekommen, dass ich seinen Motor zerstört habe. Und ja. Natürlich mit einem zerstörten Motor kann das Objekt 268 Version 4 nicht mehr gerade viel gegen euch machen. Also das könnte unter anderem eine Strategie sein, jedoch, ihr habt gesehen, obwohl wir 10 Grad negativen Kanonenrichtwinkel haben und obwohl der Super Conqueror nicht gerade ein hohes Fahrzeug ist, haben wir, wenn er komplett uns anfährt, konnten wir nicht darauf schießen. So, der allerletzte Panzer, der gegen das Objekt 268 Version 4 für heute antreten wird, ist der Jagdpanzer 100. Und das soll auch exemplarisch gelten für den FV 4005 Stage 2 und der FV 215 B183. Und wie schon gesagt, diese Wanne hier ist 55 mm dick, diese Wanne hier ist 55 mm dick. 55 mm mal 3 ist, ihr könnt es ausrechnen, 165 mm. Das heißt, wenn unser Kaliber größer ist als 165 mm, haben wir bei dem Autopen, beziehungsweise nicht Autopen, sondern da unsere Kugel wird nicht bouncen. Und ihr habt gesehen, wir haben ohne Probleme ihm da durchgeschossen. Und des Weiteren, wir können hier hinschießen, da sollten wir durchkommen. Wir können hier hinschießen, da sollten wir durchkommen. Durch den Aufbau ist definitiv nicht zu empfehlen, da es wortwörtlich ein 50-50 sein wird, da durchzukommen. Durch die Kanonenblende können wir es mehr oder weniger auch vergessen. Das Einzige, was gut ist bei dem Panzer, wenn ihr Heat schießt. Und der Holdout steht sogar, also wirklich in einer teilgedeckten Stellung. Dann könnt ihr ihn mit dem Jagdpanzer in den 100 definitiv auch hier durchschlagen. Ansonsten, ne, könnt es mit anderen Panzer könnt ihr es vergessen. Hier müsst ihr gar nicht erst hinschießen, das sind 220 mm dicke, wie schon gesagt. Und ja. Und jetzt ist mehr oder weniger das Video eigentlich schon vorbei, denn Mango Killer wollte noch was bei mir ausprobieren und natürlich hat das für ihn funktioniert, weil wir haben ihn natürlich mit zwei Schüssen nicht gepennt. Und auch wenn wir zum Beispiel probieren, in die Unterwanne zu schießen, ja, die Oberwanne kommen wir vielleicht durch. Nein, er fährt genau in dem Moment richtig zurück und dadurch haben wir nicht mehr den Auto-Pen-Winkel. Und da das Objekt 268 Version 4 halt 23 km pro Stunde rückwärts fahren kann, ist es halt schneller als wir. Zusammenfassend, der Panzer 268 Version 4 ist OP. Nein, es gibt keinen richtigen Schwachpunkt bei dem Panzer. Das ist das große Problem. Die Kuppel mit 250 mm Dicke ist kein Schwachpunkt. Der einzige gute Schwachpunkt ist die Unterwanne. Und ihr könnt schon sehen, als Stufe 8 Panzer werdet ihr schwer haben, da durchzukommen. Aber ansonsten, Leute, ich danke euch vielmals. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mich wissen mit einem Daumen hoch, mit einem Abo und sagt mir ansonsten noch, was kann ich an den Videos verbessern. Danke vielmals und ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Ciao, ciao.